Der Stalker. Diese Geschichte ereignete sich vor etwa anderthalb Jahren, als ich etwa 19 Jahre alt war, und sie wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Ich war gerade mit Freunden in eine College-Wohnung gezogen und fand erst ein paar Monate später heraus, dass die Lüftung nicht richtig funktionierte, was zu Feuchtigkeit und Schimmel in den Badezimmern und anderen Räumen führte. Die Hausverwaltung bezeichnete dies als Verfärbung und riet mir, die Fenster offen zu lassen und keine dampfenden Duschen zu nehmen. Diese Ratschläge wurden nach diesem Vorfall erteilt und ignorierten meine Berichte an die Strafverfolgungsbehörden und den Hauptvermieter. Wir waren jedoch kaum erwachsen und hatten noch nie mit einem so schrecklichen Schimmelproblem zu tun gehabt, kauften Sprays und reinigten die Decken, Ritzen, die Badewanne und so weiter, ständig in der Angst, Schimmel einzuatmen. Wir stellten fest, dass es am meisten half, unser Fenster offen zu lassen und das Fliegengitter zu schließen. Dieses kleine Fenster, so groß wie ein durchschnittlicher menschlicher Kopf, etwa 3 Meter über dem Boden und gegenüber dem Fenster der anderen Wohnung, machte uns keine Sorgen, als wir das Bad benutzten. Schließlich waren wir nach draußen gegangen und hatten uns vergewissert, dass niemand leicht hineinschauen konnte. Natürlich konnte ich nicht ahnen, was als nächstes kommen würde. Auf unserer Veranda standen ein paar Kürbisse und ein einzelner weißer Stuhl, der in dieser Nacht kaum benutzt wurde. Eines Nachts, nachdem ich das feuchte Badezimmer nach einer Dusche gelüftet hatte, wünschte ich meine Mitbewohner gegen 2 Uhr morgens gute Nacht, bevor ich auf die Toilette ging. Ich wusch mir die Hände, während ich einen Blick nach links warf, wo das Fenster wie immer ein Spalt offen stand. Da habe ich es gesehen. In der pechschwarzen Nacht, im Gegensatz zu der grellen, billigen Badezimmerbeleuchtung, sah ich eine blasse, runde Kugel mit einem dunklen Haarschopf darauf. Ich kann das Gefühl, das ich dabei hatte, immer noch nicht erklären. Es war fast so, als würde dir jemand etwas zuflüstern, und zwar gerade so laut, dass du 1 oder 2 Sekunden brauchst, um zu begreifen, was er gerade gesagt hat. Diese Pause und eine schnelle Drehung nach rechts, und dann eine schnelle Drehung direkt zurück zum Fenster. Ich sah einen weißen Arm, der sich gegen das Fliegengitter lehnte, um sich abzustützen, bevor er nach unten und aus dem Bild herausflog. Es bewegte sich. Ohne weiter darüber nachzudenken, rannte ich zur Haustür und rief meiner Mitbewohnerin im Wohnbereich ein paar Mal zu: Jemand ist am Badezimmerfenster. Ich hörte sie zurückschreien, während ich mich bereits am unteren Ende des Fensters draußen befand und nun ein Scharren durch die Holzspäne vor unserem Wohnhaus hörte. Es war eindeutig das Geräusch von jemandem, der durch die Schatten flüchtete. Es war nicht zu überhören. Ich konnte niemanden durch die beschissenen Bäume sehen, die gepflanzt waren, und blieb stehen, da ich nicht genau sagen konnte, wohin er rannte. Ich dachte daran, irgendeine billige Beleidigung oder Drohung zu schreien, um ihn zu erschrecken, aber ich spürte, wie Wellen des Schocks mich zum Schweigen brachten. Ich rannte an meiner Mitbewohnerin vorbei, schnappte mir mein Handy und rief meine Mutter an, die mir riet, die Notrufnummer meiner Stadt anzurufen. Ich tat dies, während ich mit meinen Selbstverteidigungsgegenständen und meiner Mitbewohnerin auf der Terrasse saß. Die Dame, die den Anruf entgegennahm, war genervt und klang, als würde sie mir nicht glauben, egal was ich sagte. Sie seufzte nur und sagte, dass die Polizei den Komplex ein paar Mal überprüfen wird, und legte auf. Meine Mitbewohnerin und ich standen unter Schock und saßen einfach nur schweigend da. Wir diskutierten ausführlich darüber, was gerade passierte, als wir ein Polizeiauto sahen, das einen Block entfernt um einen Wohnkomplex herumfuhr und nach einer Minute sofort wieder wegfuhr. Ich wurde wütend, stand auf und untersuchte die Gegend vor meinem Fenster selbst. Ich sah keine Fußabdrücke oder Markierungen, die unnatürlich waren, und versuchte sogar, mich draußen auf die Stromkästen zu stellen und zu sehen, ob ich hineinschauen konnte, aber die Kästen waren nicht nur zu schmal für jemanden, der größer war als ich, da ich im Vergleich zu einem durchschnittlichen Mann eine kleine Schuhgröße habe, sondern dies würde nur einen Blick auf die Hälfte der Decke für 1 oder 2 Sekunden ermöglichen, bevor ich herunterfiel. So hätte er nicht reinschauen können. Anhand der Art und Weise, wie er sich nach unten gequält hatte, sah ich genug von seinem Oberkörper, um festzustellen, dass er etwa 1,70 groß war und dass er auf irgendeine Art und Weise so leicht hineinschauen konnte, wie er es getan hatte. Es war auch seltsam, dass er davonlief, ohne dass ich ihn sah und nur hörte, weil in der Anlage Sensoren angebracht sind, eine davon direkt an unserem Badezimmerfenster. Wenn sie ausgelöst werden, zeigen sie ein helles und blendendes Licht, das den gesamten hinteren Bereich und die Seite unserer Wohnung erhellt. Ich überlegte kurz, bevor ich am Sensor vorbeilief. Er ging nicht los. Als ich zu meiner Mitbewohnerin zurückkam, ging er dann doch los. Ich habe das 2-mal getestet, das Ergebnis war dasselbe. Er funktionierte nur, wenn man nicht daran vorbeilief. Ich war der einzige Zeuge dafür, aber ich merkte, dass meine Mitbewohnerin mir glaubte. Wir gingen zurück zu unserer Haustür und sprachen darüber, was wir tun würden, wenn er zurückkäme. Natürlich würden wir unser Fenster jetzt geschlossen halten, aber wir mussten irgendwie Rache üben, dachten wir in unseren erschöpften und überforderten Teenagerköpfen.
In diesem Moment scherzte ich darüber, einen unserer Kürbisse zu nehmen und ihm damit auf den Kopf zu hauen, als ich innehielt. Hey, wo ist denn der Stuhl hin? Der weiße Terrassenstuhl war verschwunden. Wir sahen uns um und er war nirgends zu finden. Ich keuchte und fiel fast auf die Knie. So hatte er es gemacht. Meine Mitbewohnerin sah eilig an ihrem Telefon nach. Sie erinnerte sich an eine Essensbestellung vom Vortag mit Fotobestätigung. Ungefähr 4 Stunden zuvor stand sie vor unserer Tür, die Tüte, die direkt auf einem weißen Stuhl neben unseren Kürbissen stand. Er hatte nicht nur weiß Gott wie lange in unser Badezimmer gestarrt, sondern auch den Bereich vor der Haustür inspiziert und möglicherweise auch durch die Fenster hereingeschaut, obwohl die Jalousien geschlossen waren. In unserer Wohnung haben wir die schlimmsten Jalousien installiert, die man nie ganz schließen kann, sodass sich jemand, der hineinschauen will, sogar in unser Schlafzimmer nur ein wenig bücken muss. Wir fühlten uns angewidert und schockiert. Am nächsten Tag hinterließ ich 3 Sprachnachrichten bei der Wohnanlage, in denen ich sie über den Vorfall und die Probleme mit der Belüftung informierte. Wie zu erwarten, meldete sich niemand zurück, was seltsam war, da sie es vorher immer taten. Ich hatte das Gefühl, dass mich in diesem Moment alle im Stich gelassen haben. Ich habe alles getan, was ich konnte, aber ich habe nie einen Abschluss oder Trost erhalten. Ich erhielt sogar Tipps von anderen Studenten aus derselben Gegend, die mir von sehr ähnlichen Erlebnissen berichteten. Auch in jüngster Zeit, in den letzten Monaten, gab es zahlreiche Übergriffe und Spannen in der gleichen Gegend unserer Wohnung. Seltsamerweise stimmen die eindeutigen Beschreibungen mit dem überein, was ich von ihm gesehen habe. Trotzdem hat die Polizei nie jemanden in Verbindung mit diesen Fällen gefasst. Ich habe diese Gegend nie als schlechte Gegend angesehen und immer alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, aber ich fühlte mich jetzt trotzdem schuldig. Ich wünschte, ich könnte Sicherheitskameras kaufen, aber ich weiß, dass die Hausverwaltung eine Beschwerde einreichen würde. Ich werde bald ausziehen, also ist dies der einzige Trost, den ich habe, um von dort wegzukommen und das alles hinter mir zu lassen. Und einen schmierigen, blassen Creep, mit dem ich vor so langer Zeit Auge in Auge stand, lass uns nie wieder treffen. Die Hintertür. Dies geschah im Jahr 2021. Ich, 27 weiblich, war gerade von Melbourne ins ländliche Australien gezogen, um mit meinem Verlobten und damaligen Freund zusammenzuleben, der auf einem Militärstützpunkt stationiert war, und um den irrsinnigen Beschränkungen in Melbourne zu entkommen. Die Stadt, in die ich gezogen bin, ist ziemlich abgelegen, etwa 4 bis 5 Stunden in jede Richtung von einer großen Stadt entfernt, aber sie war groß genug, mit ein paar verschiedenen Vororten, die das Hauptgebiet umgeben. Keiner von uns beiden kannte die Gegend vor dem Umzug und das führte dazu, dass er ein Haus in einem ziemlich schäbigen Teil der Stadt bekam. Das Haus war alt, mit riesigen Glasfenstern überall, einschließlich der gesamten Vorderseite des Hauses. Dadurch konnte man in die Küche, das Wohnzimmer und eines der ungenutzten Schlafzimmer sehen, ohne die Einfahrt hinuntergehen zu müssen. Auf der linken Seite des Hauses befand sich ein alter, etwa 1,5 Meter hoher Metallzaun, der direkt in den Hinterhof führte. Und auf der rechten Seite des Hauses befand sich ein kleiner Weg, der von der Vorderseite aus durch überwucherte Büsche und Pflanzen verdeckt war, mit einem verschlossenen Tor in der Höhe des Hauses, das zur hinteren, halb geschlossenen Terrasse und zur Hintertür führte. Der Weg befand sich direkt neben dem Küchenfenster, aber es war ein Fenster, aus dem man nicht heraussehen konnte, wenn das Küchenlicht an war, aber man konnte hineinsehen. Wenn man von der Terrasse durch die Hintertür hereinkam, ging man durch die Waschküche mit dem angrenzenden Badezimmer, in die Küche, mit unserem Schlafzimmer auf der linken Seite. Mein Freund war eine Woche lang im Außendienst, also war ich allein zu Hause. In dieser Zeit war es Sommer und heiß. Das Haus hatte eine furchtbare Klimaanlage, also schlief ich mit offenen Fenstern und hatte sogar ein paar Mal versehentlich die Hintertür weit offen gelassen, als ich einschlief. Ich habe mich in Australien immer sicher gefühlt und lebe seit ich 18 bin meistens allein, also hatte ich kein Problem damit. Am Freitag, meinem 5. Tag allein, beschloss ich, in die Stadt zu gehen und etwas zu unternehmen. Der Spaziergang dauerte etwa 1 Stunde pro Strecke und als ich endlich zu Hause ankam, freute ich mich darauf, nichts zu tun, außer der Hitze zu entfliehen. Ich verbrachte die meiste Zeit des Nachmittags und Abends im Wohnzimmer, wo ich PlayStation spielte und fernsah. In der Nacht hatte ich auf dem Weg neben der Küche, der zur Terrasse führte, ein paar Geräusche gehört, aber der Mann, der neben uns wohnte, hatte eine Art Werkstatt, also nahm ich an, dass er daran herumwerkelte. Ich gehöre zu den Menschen, die sich ins Bett legen, bevor sie schlafen gehen können, also lege ich mich gegen 22 Uhr ins Bett. Ich las mir ein paar Horrorgeschichten auf meinem Handy durch. Das rettete mich, denn es veranlasste mich, aus dem Bett aufzustehen und die Hintertür zu schließen. Die Hintertür hatte ein normales Schloss und dann ein verstärktes Schloss mit einem Schlüssel, das in die Wand geschraubt war. Etwa 45 Minuten später, als ich den Nachbarn immer noch gelegentlich herumhantieren hörte, beschloss ich ins Bett zu gehen und machte alle Lichter aus. Ich legte mich ins Bett und beendete mein gedankenloses Scrollen, als ich wieder Geräusche hörte, aber dieses Mal war es etwas lauter.
Ich dachte, es sei der Mann, der noch in seiner Werkstatt ist oder irgendein Tier, also beschließe ich, mein Handy wegzulegen und einzuschlafen. Nach ein paar Minuten höre ich einen Knall an der Hintertür und mir kommt es vor, als würde alles in Zeitlupe ablaufen. Ich wusste instinktiv, dass jemand die Hintertür eingetreten hatte und dachte, das kann nicht wahr sein. Dann kam ein weiterer Knall und noch einer. Es war so laut, dass ich das Gefühl hatte, das Haus würde wackeln. Ich hörte, wie Glas zersplitterte und der Knall ging einfach weiter. Es fühlte sich an, als würde es eine Ewigkeit dauern, aber es waren nur ein paar Minuten. In meiner Panik nach dem zweiten oder dritten Knall dachte ich, ich könnte sie abschrecken, indem ich so tue, als wäre ein Mann hier. Also schrie ich mit der tiefsten Stimme, die ich konnte, knallte meine Schlafzimmertür zu, schloss sie ab und rief den Notruf. Dann schob ich das Bett gegen die Tür. Das Hämmern war noch zu hören, als ich die Polizei anrief, und dann hörte es auf. Ich konnte mich nirgendwo verstecken, also kauerte ich mich in die Ecke des Zimmers neben das Bett. Während ich mit dem Notruf telefoniere, höre ich, wie jemand beginnt, gegen die Schlafzimmertür zu treten. Ich fange an zu schreien und hoffe nur, dass die Polizei kommt, bevor die Tür nachgibt. Ich höre Sirenen, das Klopfen an der Schlafzimmertür hört auf, und dann sehe ich Taschenlampen, die in das Schlafzimmerfenster leuchten. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in der Küche stand, umgeben von etwa 10 Polizisten, und weinend versuchte zu erklären, was passiert war. Ich war so unter Schock, dass die Polizei die Armeefotos meines Freundes auf dem Kühlschrank benutzen musste, um seine Daten zu bekommen und den diensthabenden Beamten anzurufen, damit er nach Hause kommt. Als ich mich etwas beruhigt hatte und mein Freund nach Hause kam, sah ich, dass das hintere Terrassentor aufgebrochen war, die Schlafzimmertür einen Sprung hatte, die Hintertür aus den Angeln gehoben und das Schloss komplett aus der Wand gerissen worden war und das Fenster der Waschküche eingeschlagen war. An der Tür waren 2 deutliche Fußabdrücke zu sehen, wo sie die Tür eingetreten hatten. Ich glaube, sie sind mir von meinem Spaziergang gefolgt, konnten von der Straße aus leicht sehen, dass ich allein war, und beobachteten mich den Abend über auf dem Weg neben der Küche. Die Geräusche, die ich für den Nachbarn hielt, waren sie, und als ich das Licht ausschaltete, machten sie sich auf den Weg. Sie wurden nie gefasst und wir zogen innerhalb der nächsten Wochen um. Mein Freund und ich trennten uns schließlich, da er regelmäßig im Außendienst oder nachts im Einsatz war und ich nachts nicht mehr alleine zu Hause sein konnte und in Panik geriet, weinte und nicht schlafen konnte, bis die Sonne aufging, und das belastete unsere Beziehung zu sehr. Jetzt lebe ich wieder in meiner Heimatstadt in einem Wohnhaus, das rund um die Uhr bewacht wird und 1 Milliarde Kameras hat, und ich habe 2 Hunde. Also an die Typen, die meine Hintertür eingetreten haben und versucht haben, in mein Zimmer zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was ihr mir antun wolltet, aber lasst uns nie wieder treffen. Texas. Dies ist die Geschichte des schrecklichsten Moments meines Lebens. Es ist schon ein paar Monate her, dass ich das erlebt habe, aber ich habe immer noch Angst, nachts rauszugehen, weil ich gesehen habe, was ich gesehen habe. Vor etwa 3 Monaten war ich auf ein 11 Hektar großes Grundstück im ländlichen Texas gezogen. Genauer gesagt zwischen Yorktown und Smiley. Das gesamte Grundstück war etwa 3 bis 4 Mal so groß wie das, das wir gekauft hatten, aber niemand hatte einen anderen der Teile gekauft, als wir dort waren. Das Land war neu, noch nie bebaut worden, hatte nicht mal eine Adresse. Es war lediglich von Ölpumpen auf benachbarten Grundstücken umgeben. Nachts konnte man die Abgase dieser Pumpen sehen, die einen Teil des Himmels orange färbten. Unser Haus war ein einfaches, winziges Haus. Keine Wände, nur Holzbalken und ein nackter Boden. Kein fließendes Wasser, keine Sanitäranlagen. Den Strom mussten wir selbst verlegen, so neu war das Grundstück. Es war eine rundum miserable Erfahrung, aber wir sind arm und es war die einzige Wohnmöglichkeit, die wir finden konnten. Ich habe nie an das Paranormale geglaubt. Ich glaube immer noch nicht an Dinge wie Geister oder Dämonen. Ich bin ein, wenn ich es sehe, glaube ich es, Mensch. Nach dieser Erfahrung bin ich aber definitiv offener für diese Art von Dingen. Was ich gesehen habe, nenne ich einfach die Kreatur. Kreativ, ich weiß. Als ich auf das Grundstück zog, traten seltsame Anomalien in der Technik auf. Telefone fielen aus und funktionierten nicht mehr, die Kameras verhielten sich seltsam und geparkte Autos, die ausgeschaltet waren, läuteten plötzlich und die Lichter gingen an. Ich fand das seltsam, brachte es aber nie mit dem Grundstück in Verbindung, bis meine Freundin später nach meiner Sichtung von den seltsamen Vorfällen erzählte. Eines Abends, kurz nachdem ich dort eingezogen war, musste ich etwas aus meinem Auto holen. Ich nahm das Licht meines Telefons und ging hinaus, öffnete die Autotür und begann im Handschuhfach herumzuwühlen, wobei ich mich voll und ganz darauf konzentrierte, das zu finden, was ich suchte. Ich hatte vergessen, wonach ich genau suchte. Nachdem ich eine Weile gesucht und es nicht gefunden hatte, schloss ich die Tür und leuchtete mit meinem Licht zurück zum Haus. Zwischen mir und der Tür zum Haus war ein Lastwagen geparkt. Als ich mit meinem Licht auf den Lastwagen leuchtete, bekam ich sofort einen Schrecken.
Was ich sah, war eine große, humanoide Kreatur mit weißer, irgendwie kränklich aussehender Haut. Seine Arme und Beine sahen länger aus als die eines Menschen. Als ich mit meinem Licht in diese Richtung leuchtete, rannte es davon. Es sprang über den LKW und landete kurz auf der Ladefläche, bevor es über die andere Seite hüpfte und aus meinem Blickfeld verschwand. Ich erinnere mich noch genau, wie der LKW zitterte, als es flink darüber sprang. Die Zeit, die er dafür brauchte, betrug etwa 4 bis 5 Sekunden. Ich habe sein Gesicht nie gesehen und ich bin froh darüber, denn dann wäre ich wahrscheinlich noch traumatisierter. Ich kann mir nur vorstellen, wie sein Gesicht aussah. Hatte es reflektierende Augen, wie ein Tier? Das frage ich mich immer noch, voller Angst. Anstatt ins Auto zu steigen und die Tür zu verschließen, bin ich schnell um den Wagen herum und ins Haus gelaufen. Ich hatte solche Angst, dass es dort auf mich warten würde, wenn ich um den Lastwagen herumging. Zum Glück war es nicht so. Für den Rest der Nacht war ich absolut entsetzt, genau wie für den Rest der Zeit, in der ich dort lebte. Ich hatte gedacht, okay, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, aber es war mir so klar. Sogar die Tatsache, dass der Lastwagen wackelte, war ein Detail, das zu realistisch war, als dass ich es mir hätte einbilden können. Und noch eine Sache, ich war nicht der Einzige, der es gesehen hat. Meine Freundin saß irgendwann aus dem Fenster, wenn auch nicht so deutlich, wie ich es gesehen hatte. Sie hatte fast nachgeforscht und andere Leute haben ein ähnliches Wesen in der Gegend gesehen. Das macht mir klar, dass das, was ich gesehen habe, real war. Ich zweifle immer noch bis zu einem gewissen Grad daran, denn wie könnte es echt sein? Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich bin ehrlich gesagt traumatisiert von diesem Erlebnis, so dumm das auch klingen mag. Es ist mir peinlich, das zu sagen, aber es ist wahr. Ich weiß, dass ich bei solchen Sichtungen, bevor ich es selbst erlebt habe, nur gedacht habe, diese Leute sind verrückt oder sie wollen eine Aufmerksamkeit. Aber jetzt bin ich aufgeschlossener gegenüber den Erfahrungen anderer. Ich will nicht berühmt sein. Ich möchte nur, dass jemand erfährt, was ich in dieser Nacht erlebt habe. Ich will wissen, was ich gesehen haben könnte. Ich werde nie wieder aufs Land ziehen, nie wieder. Lieber lasse ich mich von einem Obdachlosen in Austin abstechen, als dort draußen zu leben und an dieser Kreatur zu sterben. Brad und Bobby. Es handelt sich um einen 25 Jahre zurückliegenden Parallelfall zweier Väter, die das ungeschriebene Gelübde gebrochen haben, ihre Familien zu schützen und ihnen zu dienen. Die Ähnlichkeiten der Fälle sind unheimlich und die Tragödie und der Schmerz, die sie verursacht haben, verfolgen uns noch immer. Dies ist die Geschichte von zwei Vätern und ihrer Entscheidung, eine Spur der Zerstörung zu hinterlassen. Dies ist die Tragödie der Familienvernichter, ein hässlicher Begriff für Eltern, die ausrasten und den schrecklichen Akt des Familienmords begehen. Bradford Bishop. Bradford arbeitete als Diplomat für den US-Auslandsdienst. Er war ein erfolgreicher Mann mit einer Ausbildung in der Ivy League und 2 Masterabschlüssen. Er war ein erfolgreicher und beneidenswerter Mann. Brad Bishop war hochintelligent, sprach 6 Sprachen, heiratete seine Highschool-Liebe und war das, was man als All-American bezeichnen würde. Bradford heiratete Annette Weiss im Jahr 1959. In den späten 50er Jahren trat er in die US-Armee ein und arbeitete 4 Jahre lang in der Spionageabwehr, bevor er in den Auswärtigen Dienst wechselte. Brad reiste für seine Arbeit viel durch Italien und diente in Afrika. Bishop war in seiner Karriere auf dem aufsteigenden Ast, er hatte 3 Kinder und leitete staatliche Missionen in Botswana. Bradfords schönes Leben nahm jedoch ein zerstörerisches Ende und 1976 begann sein Leben auf der Flucht. Bradford tötete seine Mutter, seine Frau und seine 3 Kinder am 1. März 1976 in ihrem Haus in Maryland. Danach löste er sich scheinbar in Luft auf. Er hinterließ eine Tragödie epischen Ausmaßes und stand für die nächsten 4 Jahrzehnte auf der Top-10-Liste des FBI. Robert William Fisher. Eine Geschichte von Feuer und Schwefel mit einer jungen Familie, die in einem brennenden Haus zurückgelassen wurde. Fisher tötete seine gesamte Familie und sprengte dann das Haus in die Luft, wobei er sie über die ganze Nachbarschaft verstreute. Bobby, wie er von Freunden und Familie genannt wurde, wurde in Brooklyn, New York geboren. Nach der Highschool meldete sich Bobby bei den Marines und arbeitete später in der Medizinbranche. Als Navy SEAL wurde er abgelehnt. Bobby war ein begeisterter Naturliebhaber und ein Mann der Natur. Er heiratete Mary Cooper im Jahr 87. Es war keine harmonische Ehe und es hieß, dass sie sich oft über Geld stritten. Bobby wurde als Kontrollfreak und emotional sehr kalt und distanziert beschrieben. Fischer soll sehr enttäuscht von seinen Kindern gewesen sein, weil sie nicht die Angelfanatiker und Naturburschen wie ihr Macho-Vater waren. Es gab Geschichten über väterliche Brutalität, in denen er seine Kinder in den See warf, um ihnen das Schwimmen beizubringen. Wenn man es genau nimmt, war Fischer jedoch ein religiöser und frommer Mann mit einer schönen Familie und einer liebevollen Mutter.
Beide Morde scheinen auch schwere Enttäuschungen im Leben sowohl von Fischer als auch von Bishop zurückzuführen zu sein. Die niederschmetternden Enttäuschungen, seien sie beruflicher oder privater Natur, könnten der letzte Faktor gewesen sein, der zum Bruch in ihrem Temperament beigetragen hat. Während Bishop mehrfach von einer mit Beförderung geizenden Abteilung für auswärtige Dienste übergangen wurde, geriet Fischers Leben durch außereheliche Affären, die Einreichung der Scheidung und eine tiefe Angst vor dem Verlassenwerden in eine Spirale. Die Scheidung seiner Eltern in der Kindheit war für Fischer äußerst traumatisch und der Gedanke an eine Scheidung könnte den Ausschlag für Fischer gegeben haben. Beide Männer hatten mit ihren Gefühlen des Versagens zu kämpfen. Bradford hielt an seinem perfekten Image fest, aber die Wahrheit war düsterer. Obwohl er ein Bild von Reichtum und Status vermittelte, finanzierte in Wahrheit seine Mutter den Lebensstil der beiden und das Geld wurde immer knapper. Bradford nahm in der Zeit vor dem Mord Antidepressiva und Schlaftabletten und war mit seiner Frau wegen ihrer Eheprobleme in Therapie. Die erschütterndste Parallele zwischen den beiden ist jedoch die Tatsache, dass sie beide nie für die Zerstörung ihrer eigenen Familien verantwortlich gemacht wurden. Am Tag der Morde verließ Bradford am Morgen des 1. März 1976 das Außenministerium und fuhr zu einem Einkaufszentrum in Maryland, wo er einen Hammer und einen Benzinkanister kaufte. An diesem Abend erschlug Bradford seine Frau, seine drei Kinder und seine Mutter. Bradford nahm den Familienhund mit und einigen Sichtungen zufolge hatte er eine als dunkelhäutig beschriebene Frau als Begleiterin. Bradfords Kinder waren 5, 10 und 14 Jahre alt. Der Kombi von Bradford wurde später in Tennessee gefunden, nur wenige Meilen vom Trail und 400 Meilen von dem Ort entfernt, an dem er seine Familie begraben hatte. Das FBI erließ einen Haftbefehl gegen Bradford Bishop mit der folgenden Erklärung: Die Gerichte werden entscheiden müssen, ob Brad Bishop schuldig ist, seine Familie getötet zu haben. Es liegen jedoch genügend Beweise vor, um einen Haftbefehl wegen Mordes zu erlassen. Bradford wurde nie gefunden, obwohl zahlreiche Sichtungen in Europa beschrieben wurden, teilweise von Personen, die Bradford kannten. 25 Jahre später beging Robert Fischer ein ähnlich grausames Verbrechen. Fischer tötete seine Familie am 9. April 2001. Das war 4 Tage vor Fischers 40. Geburtstag. Roberts Frau Mary Fischer wurde in den Hinterkopf geschossen und den beiden Kindern wurde die Kehle durchgeschnitten. Am nächsten Morgen explodierte das Haus, was eine Schockwelle durch die Nachbarschaft schickte und dazu führte, dass die Rettungsdienste sofort zur Stelle waren. Fischers Familie war zum Zeitpunkt der Explosion bereits tot. Fischer hatte den Ofen angelassen, was dazu führte, dass eine Ansammlung von Gas das gesamte Haus in Brand setzte. Dies verschaffte Fischer auch einen Vorsprung, der die Strafverfolgungsbehörden bei der Autopsie der Leichen verzögerte, da sie Fischer nicht sofort verdächtigten. Diese Verzögerung verschaffte Fischer einen beträchtlichen Vorsprung, um zu entkommen. Das Motiv war angeblich, seinen Kindern den Schmerz der Scheidung zu ersparen, der Robert als Kind traumatisiert hatte. Die Angst vor dem Verlassenwerden und die Verletzungen aus seiner eigenen Kindheit kochten hoch und führten zu der abscheulichsten Entscheidung, die möglich war. Fischer verschwand daraufhin. Das letzte Beweisstück, das gefunden wurde, waren der Familienhund Blue und Marys Toyota, der in Young, Arizona verlassen aufgefunden wurde. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt, in dem 3 Fälle von Mord ersten Grades und 1 Fall von Brandstiftung angeklagt wurden. Fischer wurde, neben Bradford, auf die FBI-Liste der meistgesuchten Personen gesetzt und war in der Sendung America's Most Wanted zu sehen. Bradfords Motive sind schwieriger zu entschlüsseln als die von Robert, aber es wurde spekuliert, dass die finanzielle Belastung, die ständige Kritik seiner Frau und Mutter und die fehlende berufliche Förderung Bradford sehr unglücklich machten. Angeblich prüfte das Finanzamt Bradford zu dieser Zeit. Das war vielleicht zu viel für den ehrgeizigen Bradford Bishop. Nachdem Bradford die Morde begangen hatte, konnte er sich mit seinem Diplomatenpass absetzen und sich dank seiner Sprachkenntnisse in Italien, Frankreich oder Deutschland integrieren. Fischers Probleme sind offensichtlicher und die Probleme in seinem Privatleben werden deutlich. Er hatte eine durch die Scheidung seiner Eltern geschädigte Kindheit und befürchtete ein ähnliches Schicksal für sich selbst. Fischer hatte Probleme mit seinem Temperament und Angst vor Ablehnung und Isolation. Zeugenaussagen zufolge war Robert Fischer vor den Morden selbstmordgefährdet und befand sich in einer Abwärtsspirale, da seine sehr hässliche Ehe in die Brüche ging. Bishop wurde angeblich in Italien, Belgien, England, Finnland, den Niederlanden, Deutschland, Griechenland, Spanien, Schweden und der Schweiz gesichtet. Eine Sichtung in Stockholm erfolgte durch eine schwedische Frau, die Bishop aus einem früheren Geschäft in Äthiopien persönlich kannte und ihn 2 Mal in einem öffentlichen Park sah. Sie ist sich absolut sicher. Im Jahr 2021 meldete sich eine adoptierte Frau und behauptete, sie habe durch einen DNA-Test herausgefunden, dass Bishop ihr biologischer Vater sei. Dies wurde später vom FBI bestätigt. Sie hat viele Interviews gegeben. Bishop passte in die Rolle eines internationalen Geheimnisträgers und mit seinen Verbindungen zum Außenministerium, seinem Diplomatenpass und seinen Sprachkenntnissen ist es nicht verwunderlich, dass es ihm gelungen ist, zu entkommen.
Das FBI hat Bishop aufgrund seines hohen Alters von der Liste der meistgesuchten Personen gestrichen. Fischer wurde angeblich in Vancouver gesichtet und ein dort verhafteter Mann wurde für Fischer gehalten. Die Fingerabdrücke stimmten jedoch nicht überein und der Mann wurde wieder freigelassen. Die Polizei führte eine Razzia in einem Haus in Commerce City, Colorado durch, nachdem sie einen Tipp erhalten hatten, aber entweder war er vorher geflohen oder der Tipp war falsch. Da Fischer ein ausgezeichneter Naturliebhaber und Jäger ist, konnte er sich in der Wildnis versteckt halten und mehr als 20 Jahre überleben. Fischer wurde auch im Jahr 2021 von der FBI-Liste der meistgesuchten Personen gestrichen. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen sind verblüffend und deshalb wollte ich einen Vergleich zwischen den beiden Fällen anstellen. Beide Männer wurden nach 2020 von der Fahndungsliste gestrichen und das Interesse an der Ergreifung der beiden mag nachgelassen haben. Aber wir sollten nie vergessen, was sie getan haben und dass sie immer noch irgendwo da draußen sind.